Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier einmal vom 10.05.2019 zu einer sehr bemerkenswerten Geschichtsrückschau. Ja? Und da wollen wir doch einmal einige Fragen stellen. Ja, das ist natürlich nicht ganz, vielleicht ein bisschen problematisch. Nun schön, dann gehen wir da mal rein und dann ist es so jetzt hier. Wunderbar. Sagen Sie, Sie sind ein Bücherwurm, ja, und Sie gehen da mal in Geschichte und so, ja. Und dann haben Sie doch eigentlich auch manchmal zwischendurch noch ein paar Fragen, ja. So, Fragen meinen Sie, ja, echte Fragen, ja. Ja, die habe ich. Ich habe mir mal die Frage gestellt, also ich mir, ja, habe mir die Frage gestellt. Man muss sich mal Folgendes vorstellen, es ist ja lange her und uns wird ja aus den Medien und aus Zeitungen wird uns sehr viel erzählt. Ja? Nun, vielleicht ist ja dem einen und dem anderen was entgangen und man hätte ja mal drüber berichtet. Dann könnte es so sein, ja, es könnte so sein, ja, wie auch immer. Aber ich komme hier mal zu einer Beschau, die müssen sich mal so vorstellen. Die Nazis, die lassen die den Reichstag niederbrennen, damals 1933, weil sie ihre politischen Gegner ausschalten. Ja, natürlich haben sie im Reichstag mit denen nichts mehr zu schaffen. Ist ein bisschen problematisch, ob es wirklich so war. Man nehme mal an, es könnte so gewesen sein. Allerdings ist der Beweis auch schwer zu erbringen. Es gab einen Van der Lubbe und hinter denen standen auch linke Kreise. Das soll wohl angeblich so gewesen sein. Auch das ist nicht vollends zu beweisen. Also hat seine Verdachtsmomente als solches, so kann das eine und das andere, natürlich hat da irgendwas da, war sich da was im Busch mit irgendwas, kann so sein. Nun kommt es ja aber zu einer Konsequenz dieser Angelegenheit. Und ich glaube, es ist ja schön, wenn Sie in den Medien lesen, oh wie schrecklich Van der Lubbe, oh wie schrecklich Van der Lubbe. Ja, also um der Schrecklichkeit finden Sie jetzt nun keine nüchterne Betrachtungsweise. Sie müssen sich ja mal Folgendes vorstellen. Der Reichstag damals, weiß ich nicht, hat da vielleicht 700 Abgeordnete gehabt. Die waren alle Bedienstete. Die sind alle mit Diäten nach Hause gegangen. Also die waren alle dort finanziell angestellt, ja. Das ganze Haus des damaligen Reichstages, das war eine Berufsklasse, ihre Upper Class, die läuft da rein und sagt, ja, wir kassieren hier die Diäten ab. Das ist ja nun mal so. Und wenn man so ein Haus da niederbrennt, dann weiß ich eigentlich gar nicht, ob die hinterher alle zum Arbeitsamt gelaufen sind. Verstehen Sie es, was ich meine? Ja, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Aber vielleicht war das damals so, dass die von 1933 bis 1945 ihre, hinter den Kulissen ihre Diäten alle weiterkassiert haben. Das kann doch auch sein. Ja, das ist es. Ich glaube sogar, dass Sie recht haben. Es könnte so sein. Sie müssen sich vorstellen, wenn irgendwo eine Firma niederbrennt, dann stehen die Beschäftigten draußen und dann haben die kein Einkommen mehr. Das ist doch eigentlich so. Ja, das kann doch aber mit der damaligen Regierung auch so gewesen sein. Sie hatte jetzt kein Einkommen mehr, weil das Haus war da nieder und nun hatten sie da nichts mehr zum Reden und so. Ja, also ich glaube ja, es ist wohl eher so, wie Sie zuerst gesagt haben, die haben hinter den Kulissen ihre Diäten weiterkassiert. Das dürfte es doch wohl gewesen sein. Ja, das muss man einfach behaupten, weil das Gegenteil kann man ja nun auch nicht beweisen. Das ist ja nun mal so. Und wenn man es behauptet, dann steht die Behauptung einfach im Raum. Es ist auch eine Beschuldigung. Es als Beschuldigung, eine Nachkriegsbeschuldigung. Diese Nachkriegsbeschuldigung stellen wir in den Raum und sagen einfach mal, da soll mal einer daherkommen und das Gegenteil beweisen. Ja, das ist es doch. Ich muss Ihnen das doch mal so erklären. Die müssen sich mal vorstellen. Und da gab es ja auch für die Berliner Mauer um 30 Jahre, da gab es Bausoldaten und Menschen, die ewig als Grenzer im Dienst waren. Denn ihre Lohnlisten, die gibt es heute öffentlich für diese Schreckensherrschaft eigentlich auch nicht. Merken Sie eigentlich noch, in was für einem Land Sie leben? Ja, die Deutschen sind nun mal, die schummeln immer rum. Ja, die schummeln mit der Öffentlichkeit ihrer Transparenz, was sie machen, schummeln die Deutschen immer rum. Es sind nur die Deutschen, die das nicht merken. Weiß ich nicht, wer da drum rumschaut, weiß ich nicht. Vielleicht ist es bei anderen auch so. Ich will es nicht so unbedingt so sagen, aber sie schummeln immer rum.
Ja, dann danke ich dir mal schön. Ja, ich habe Ihnen das ja erklärt. Natürlich wird da ewig rumgeschummelt und es ist ein ewiges Rumgeschummle. Ja, es ist nicht zum Aushalten in unserem Land. Und das muss man auch mal hier gesagt haben, ja. Ja, ich danke Ihnen schön. Ja, meine Damen und Herren, Sie schummeln ewig rum. Sie sind Schummler, Sie bleiben Schummler, Sie haben noch nie aufgehört zu schummeln und Sie werden morgen weiter schummeln. Das ist unsere Sicht der Dinge. Glauben Sie alles, glauben Sie überhaupt nichts, so ist es nun einmal. Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.